Willkommen zu einer neuen Challenge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, denn ich habe mal wieder was gesehen beim Kanal Phänomenal. Der hat ein Video gemacht, 8 Donuts in 4 Minuten. Das also eine Zeitangabe, die er sich wieder mal selber gesetzt hat. Er hat da 2 Packungen Donuts gehabt mit jeweils 4 Stück. Die sahen auf jeden Fall sehr süß aus. Die hatten irgendwie so lauter so eine Zucker drauf gestreuselt irgendwas, so helle Donuts, also ohne jetzt irgendwie Glasur oder so, keine Schokodonuts. Es gibt ja so viele verschiedene, aber ich glaube, die waren auch noch gefüllt. Und ich nehme das Video hier gerade auf zu der Zeit, wo mein Kanal eh gesperrt ist und ich nichts machen kann und ich frustriert bin und es draußen dunkel ist und ich in Hildburghausen lebe, wo der Corona-Wert einfach das Höchstmaß der ganzen Welt erreicht hat. Normaler Wert 50, wir sind bei über 500, keine Ahnung, irgendwas, wie das gemessen wird. Was macht man also? Man macht natürlich Challenges zur Überbrückung und ich habe gedacht, 8 Donuts in 4 Minuten, ich habe was gefunden und zwar hier das. Ich habe eine Packung gefunden mit Simpsons Donuts, da sind sogar 9 Stück drin. Guck, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann in Mitte nochmal 3 für 2,99 aus dem Rewe Zender Hildburghausen. Und hier ist auch typisch das Bild vom Homer drauf. Und wenn wir das aufmachen, sehen wir, ja, wie macht man das eigentlich auf? So, keine Ahnung. Die stehen jetzt schon ewig im Kühlschrank rum und gammeln vor sich hin, sind auch total schmierig. Das sind jetzt also 9 Stück, 9 Donuts. Und deswegen habe ich gedacht, ich werde einfach mal das Video von Kanal Phänomenal nehmen, werde das hier wieder einblenden und werde in der Zwischenzeit versuchen, diese Donuts zu essen. Die haben natürlich eine, also so eine komische, ja, Glasur mit Streuseln und allem drum. Adi, Mann, es sind Donuts! Mit, jetzt geh doch nicht vors Fenster, es ist dunkel genug und lass das Katzengras in Ruhe. Auf jeden Fall, der Adi weiß Bescheid. Adi, geh mal runter. Bitte, 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 bitte. Brr, 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 brr. Jetzt guck halt nicht wie ein Gestörter. So, wir werden jetzt auf jeden Fall probieren, diese 9 Donuts zu essen. Ich lasse das Video vom Kanal Phänomenal, das Video vom Kanal Phänomenal laufen. Wieder mit der Musik, weil er das so schön macht. Damit mein Video nicht so langweilig ist, schneide ich einfach seins rein. So, der kommt hier oben irgendwo in die Ecke. Ich halte die Schachtel jetzt hier so hoch und würde sagen, auf sein Kommando, 3, 2, 1 und los. Toll. Boah, ist das gut so noch. Da ist auch noch irgendeine Füllung drin. Ach, du Scheiße. Schatz.
Oh, ist das mit Zucker. Scheiße, das gibt wieder Pickel. So, meine Damen und Herren, was war da denn los? Wir haben es geschafft. 9 Donuts. Und ich muss sagen, bevor jetzt wieder einige meckern. Klar, ich habe 9 Donuts, er hatte nur 8 Donuts, aber seine Donuts waren natürlich viel größer. Deswegen habe ich auch einen mehr. Nein, seine Donuts waren viel größer und auch wenn ich einen mehr hatte, hat er trotzdem bestimmt viel mehr Masse gehabt, eine viel größere Menge. Wie war das? Er meinte, die sind auch noch gefüllt oder irgendwas. Also bei denen hätte ich mir gewünscht, dass die gefüllt wären, denn die sahen zwar an sich gut aus, aber die waren schon wieder so fotztrocken, einfach nur. Ich glaube, das Beste wäre wirklich gewesen, an so einen Bäckerstand da zu gehen, also an diese Bake-Off-Regale, sich da einfach 4 Stück, 8 Stück mitzunehmen. Gibt es ja verschiedene Sorten und am besten wirklich, wenn das gefüllt ist, dass das schön cremig ist, dass besser essen geht, dass schneller essen geht, anstatt so ein staubtrockenes, verpacktes, eingeschweißtes, komisches, also. Mir hat so schon wieder der Kiefer wehgetan beim Essen. Das Kauen war eine Qual einfach nur. Und außerdem, es ist ja auch egal, wer schneller war, wer gewonnen hat, wer sonst was. Nehmt nicht alles so ernst. Ich meine, er hat eine richtige Challenge draus gemacht. Ich habe einfach nur versucht, diese 9 Dinger jetzt zu essen. Und damit ich nicht aussehe wie ein Vielfraß, der sich 9 Donuts reinfrisst, habe ich das als Challenge getan, damit ich jetzt einfach die ganze Packung mit einmal essen konnte. Ich denke mal, Kanal Phänomenal hat das eh gemacht, weil er beim Essen sowieso schlägt den keiner, selbst wenn ich mit der Zeit irgendwie mithalten konnte, waren die natürlich kleiner und deswegen egal. Guckt jetzt nicht auf, was ist größer, was ist kleiner, was hat Füllung, was lässt sich besser essen. Ist mir jetzt egal, es geht ja um Unterhaltung und das sollte das Video auch machen, es sollte euch unterhalten, also egal, ob das jetzt passt oder nicht passt. Ich hätte das gerne vielleicht doch nochmal probiert, aber wenn ich direkt vom Bäckerstand 8 Donuts nehme, und zwar 8 verschiedene, die wo auch diese Marshmallows außen drauf sind und dann welche gefüllt mit Blaubeerzeug und allem drum und dran. Wenn ihr sagt, ja macht das mal, das ist eine gute Sache, schreibt es mal rein. Oder was hättet ihr für Donuts genommen? Vielleicht einfach nur Schokodonuts, fertiggepackte, sonst was. Ich meine, bei ihm, die waren ja auch in der Tüte. Ich glaube, die hat er auch von einem Stand oder so geholt. Ansonsten, ja, es war wieder mal schlecht zu essen. Mein Kiefer tut weh, keine Ahnung. Es war staubtrocken, also könnt ihr auch mal machen. Gönnt euch mal so eine 9er-Packung. Ich meine, damit kann man das ja gut machen. Da kann man, wenn Kanal Phänomenal auch genauso eine 9er-Packung findet und die probiert, dann kann er mal sehen, ob die besser schmecken oder ob die besser essen gehen als die anderen. Also ich fand es grausam. Kann aber auch an mir liegen. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Es ist arschkalt. Es ist richtig trostlos alles. Ich krepiere zu Hause. Keiner kriegt's mit. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses und euer Adi. Guck, da hinten versteckt er sich nämlich schon wieder. Adi, Schatz. Adi. Adi. Dann halt nicht.